Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Hier sind wir wieder und da startet auch schon das Demo-Flugzeug wieder. Einige von euch haben in den Kommentaren gesagt, ich soll mal den Freiflug machen. Und auch einige haben gesagt, ich soll zu der anderen Insel gehen. Ja, es gibt eine andere Insel. Es gibt hier dieses Archipel. Das kostet aber 1200. Und ihr seht, ich habe noch nicht mal 1000. Das heißt, wir werden dafür erstmal ein bisschen Geld sammeln müssen. Und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge den Freiflug mal genauer ausprobieren. Von Flughäfen zu Flughäfen fliegen und so weiter. Und ich würde sagen, legen wir los. In der letzten Folge haben wir hier die untere Reihe beendet. Natürlich nicht perfekt, aber wir haben sie geschafft. Jetzt haben wir hier Prep and Go. Einfach losfliegen. Und ich glaube, ich erinnere mich schon daran. Also ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Da war ja dieser Truck hinten. Und diesmal machen wir das, glaube ich, alles vom Cockpit aus. Also wir können das ja alles vom Cockpit schließen. Und hier haben wir auch das Auto. Und ich kann das sogar fahren. Okay. Ist ein bisschen komisch, das so zu machen. Ah, okay, man kann das auch mit dem Smartphone drehen. Aber ich glaube, wir steigen einfach aus und kümmern uns nicht darum. Stattdessen können wir hier die Leiter hoch und wechseln zum Piloten und einmal kurz noch kalibrieren. Wir haben hier die Komponenten. Komm schon. Achso, das wird gerade angeschaltet. Dann können wir das hier alles schließen. So. Und dann sind wir auch schon bereit. Jetzt machen wir die automatischen Bremsen an. Machen ein bisschen mehr Schub. Ein bisschen zu viel Schub. Machen wir so 50. Und drehen wir direkt hier auf die Start- und Landebahn. So. Und dann drehen wir uns ein letztes Mal hier. Da sind wir auf der Start- und Landebahn. Und jetzt gehen wir Schub. Und dann sollten wir langsam bereit sein. Wir können ja gleich schon abheben. Dann komm schon, zieh hoch. Sehr schön. Fahrwerk rein. Und wieder ein bisschen Schub raus. Weil wir einfach nicht so viel Schub brauchen. Wow. Okay, das habe ich gerade so verpasst. Irgendwas stimmt mit meiner Steuerung nicht, weiß nicht genau. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Moment. Ja. Das da stellen wir mal hoch. Und dann starten wir nochmal neu. Tut mir leid. Ja. Müssen wir halt nochmal neu starten. Und da bin ich gerade unter das Flugzeug drunter gelaufen. Komm schon, einfach die Leiter hoch. Dankeschön. Und dann gehen wir hier als Pilot rein. Triebwerke an. Türen zu. Noch eine Tür zu. Automatische Bremsen an. Und dann machen wir Schub ein bisschen höher. So, dann drehen wir. Ja, wir sind wieder fast auf das Gras drauf gefahren. Und dann drehen wir hier ein letztes Mal.
Und dann schicken wir gleich den Schub hoch. Und jetzt nochmal kalibrieren. Einfach zur Sicherheit. Und wir können schon abheben. Ja, habe ich ein bisschen geträumt. Fahrwerk rein. So, jetzt sollte, ja, jetzt klappt es besser. Definitiv. So, da müssen wir ein bisschen eine scharfe Kurve drehen. Komm schon. Wir haben es ganz knapp verpasst. Aber auch nur ganz knapp. Das haben wir aber geschafft. Und jetzt müssen wir nach da. Jetzt ist ein bisschen zu empfindlich, glaube ich. Aber gut. Nehmen wir noch ein bisschen Schub raus. Und dann fliegen wir hier auch über den Damm. Ja, genau hier sind wir auch in der letzten Folge, glaube ich, gelandet. Genau hier auf dem Damm war natürlich aufregend. So, und wo müssen wir jetzt hin? Oh, über den Berg. Wir sind über den Berg nicht dran vorbei. Ja, danke für die Warnung. Ich weiß, aber die wollen, dass ich so tief fliege. Ja, ich glaube nicht, dass man in echt so tief über Berge drüber fliegt. Ja, ist immer noch ein bisschen empfindlich. So, dann drehen wir mal ein bisschen nach links. Noch ein bisschen mehr. Und jetzt gerade halten. Sehr schön, haben wir das. Oh, jetzt müssen wir ganz, ganz weit nach unten. So, und ja, das ist wirklich ein bisschen steil. Haben wir das? Ich habe auch schon die automatischen Bremsen angemacht. Und wir verlieren ein bisschen was an Geschwindigkeit. Fahrwerk raus. Und dann. Okay, das war ein bisschen hart. Bremsen. Warte. So, entgegengesetzten Schub. Und bremsen natürlich. Okay, haben wir geschafft. Denn, ja, wir haben einen Checkpoint verpasst. Natürlich nicht ganz so toll. So, ich glaube, wir machen erstmal das obere. Ja, da kriegen wir auch nur 60, aber haben wir schon mal 1100 von 1200. Okay. Wir sind einfach nur ein Passagier. Gut, dann gehen wir mal rein, öffnen wir die Tür und dann können wir sie auch wieder schließen. Bisschen dunkel hier drinnen. Und jetzt, hallo, darf ich mich hinsetzen? Danke. Okay, also die KI steuert das Flugzeug. Okay, einfach warten, ruhig bleiben. Wir könnten in der Zeit auch im Flugzeug einfach rumlaufen. Ich weiß nicht genau, wo das Teil jetzt hinfliegt. Okay. Das ist ein bisschen sehr tief über dem Boden. Aber ich vertraue mal der künstlichen Intelligenz hier, dass sie das hinkriegt. Es kommen die ganze Zeit diese Warnungen.
Ach du Kacke. Ja, also, wir verlassen das hier mal. Gehen mal raus. Können wir hinten die Rampe? Wow, okay. Okay, können wir? Ich glaube nicht, dass ich das will. Ich mach mal lieber wieder zu. Also wir laufen hier einfach so rum. Oh, okay. Kann man sich hier auf diesen Sitzen hinsetzen? Nein. Ich schau mal aus dem Fenster. Oh Gott. Da wird einem doch schlecht. Ach du Kacke. Es wankt hier wie ein Schiff. Ich gehe mal hier wieder nach oben. Haben wir bessere Aussicht. Oh Gott. Ich bin runtergefallen. Lass mich bitte hoch. Danke. Pilot. So. Oh Gott. So, gehen wir mal die Kameras durch. Da. Oh Mann, das ist aufregend. Hilfe. Okay. Das nervt ein bisschen mit den Geräuschen. Moment. Kleinen Moment. Entschuldigung. Einstellungen. Alarm. Okay. Machen wir mal kurz aus, okay? Also die Kollisionswarnung. Oh. Okay, wir schauen es einfach nochmal an. Ja? Wir gehen einfach nochmal rein. So. Machen wir trotzdem mal zu. Okay. Dann haben wir den Checkpoint erreicht. Und... Nein, ich wollte nicht den Sitz. Hilfe, Flugzeug, warte auf mich, danke. So, also, auf eine weitere Fahrt. Ich könnte ja auch einfach versuchen, das irgendwie zu manipulieren. Einfach alle Türen rausreißen oder so. Ich weiß nicht, ob das geht. Machen wir ein bisschen Blödsinn. Ja, laufen einfach rum, während das Flugzeug hier überall hinfährt. Können wir die Tür da öffnen? Wow. Ach du Kacke. Hilfe. Ich glaube nicht, dass ein Flugzeug so fliegen sollte. Aber öffnen wir die Tür auch mal. Das wird jetzt gefährlich, wir könnten nämlich rausfallen. So, machen wir das mal flach, so. Okay. Gehen wir mal weiter nach vorne. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass wir rausfallen. Okay. Können wir nicht? Ich dachte, das wäre eine Sicherheitstür, wenn irgendwas schief geht oder so, dass man die dann öffnen kann. Können wir auch nicht öffnen. Gut, dann starren wir hier einfach hinten aus dem Fenster. Wir sind sehr dicht über dem Boden. Ah, ich gehe ein bisschen zurück, ich will nicht aus dem Flugzeug fallen. Geht nicht. Okay, machen wir mal wieder zu. Wir könnten also hier einfach so rausspringen, während das Flugzeug so weiterfliegt. Können wir uns da reinsetzen? Nein, können wir nicht. Gut, klettern wir wieder nach oben. Was können wir hier noch so machen? Das ist... Ich weiß nicht, was das ist. Ein Jump Seat. Oh Gott. Hier fliegt alles umher. Okay, ein Jump Seat. Keine Ahnung, was das meint. Ja, das ist einfach nur ein Sitz. Das ist wirklich einfach nur ein Sitz. So, verlassen wir wieder. Können wir uns da hinsetzen? Ja, da können wir uns auch hinsetzen. Und ich glaube, wir sind wieder an derselben Stelle, wo wir eben waren. Oh, wir landen gleich. Gehen wir mal jetzt wieder in die Pilotensicht. Und dann schauen wir uns das Spektakel mal an. Und... Okay. Sehr schön gelandet. Super gemacht, KI. Und haben wir es jetzt geschafft? Bremsen wir? Nein. Okay, die KI fährt noch bis zum
bis zum Stehplatz. Also ich muss mal sagen, ich wäre nicht so geflogen. Ich wäre noch schlimmer geflogen. Ja, also ich würde nicht so tief fliegen als Flugzeug. Einfach so mal als Tipp. Brems bitte. Dankeschön. Okay, das war ein bisschen aufregend. Ja, später bewerten. Jetzt haben wir 1100 und 15 Minuten haben wir schon. Und die kosten natürlich Geld. Und zwar eine ganze Menge. Mehr als man bei der Mission bekommen kann. Aber das könnte, also da würde es sich lohnen. Und die führen beide so oder so zu den einem Level da oben. Ja, also ich glaube, ich mache hier sowas hier noch fertig. Ja, also ich werde es versuchen. Unter 9,5 Minuten, 9 Minuten 50, unter 3 Minuten. Das werde ich mal versuchen. Ansonsten war es das jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.